Der Schlussakt, Deutschland gegen Polen. Das 92. und letzte Spiel dieser Veranstaltung mobilisierte erneut die Massen. Ob in der Köln Arena, beim Public Viewing oder im heimischen Wohnzimmer, ein ganzes Volk nahm Anteil. Fast auf den Tag genau 29 Jahre nach dem legendären Wunder von Kopenhagen beanspruchten Deutschlands Handballer erneut die WM-Trophäe. Heiner Brandt war 1978 beim Triumph über die Sowjets als Spieler mit dabei gewesen, hatte miterlebt, wie Trainer Vlado Stenzel anschließend mit einer Pappkrone auf dem Haupt durch die Halle getragen, zum König des Handballs wurde. Ein einziger Sieg trennte Heiner Brandt nun noch davon, seinen Lehrmeister zu übertrumpfen. Weltmeister als Spieler und als Trainer. Für Franz Beckenbauer vielleicht ein alter Hut. Im Handball wäre es allerdings ein absolutes Novum. Eines, das Heiner Brandt für alle Zeiten zum Handball-Kaiser machen würde. Ein schöner Vergleich, weil ich immer den Franz bewundert habe. Wenn der Ball aus 20 Meter Höhe runterkam, der blieb aus dem Fuß liegen oder so. Bei mir klappt es nur aus 4, 5 Meter, aber ich habe es auch immer wieder versucht. Aber eigentlich habe ich ihn als Fußballer bewundert und finde auch toll, wie er jetzt Dinge bewegt. Und ist natürlich ein ganz anderer Typ als ich, aber der Vergleich ehrt mich, sagen wir mal so. Dass es genauso kommen würde, zweifelte am 4. Februar 2007 niemand ernstlich an. Zuversicht aller Orten. Nach den Siegen über Panamerikameister Brasilien, Afrikameister Tunesien, Europameister Frankreich und das gleich zweimal, dazu noch Titelverteidiger Spanien, verkam das Endspiel gegen die Polen wenigstens in der öffentlichen Wahrnehmung fast zur Formsache. Das Problem war, das haben viele gesagt. Die haben gesagt, ja, die haben jetzt Spanien geschlagen, die haben Frankreich geschlagen. Jetzt kommt Polen. Ja, das kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Und das ist eben das große Problem. Polen hat eine super WM gespielt. Wenn man sieht, die haben alle Mannschaften weggehauen. Ja. Die haben einmal gegen Frankreich verloren. Okay, muss man schon großen Respekt haben. Und wie gesagt, sie haben bis dahin ein super Turnier gespielt. Und das konnte ihnen auch keiner mehr nehmen. Und ja, deswegen waren wir auf jeden Fall gewarnt. Sie hatten uns schon mal geschlagen. Das war eine ähnliche Konstellation wie vor dem Halbfinale, als wir gegen die Franzosen gespielt haben. Die DHB-Spieler waren sich also bewusst, diese Nummer würde sicher kein Selbstläufer werden. Und tatsächlich spielte sich zunächst alles so ab, wie es erwartet worden war. Der wurfgewaltige polnische Rückraum spielte seine Stärken aus. Die Gastgeber suchten ihrerseits geduldig die Lücken in der Kreisabwehr oder kamen durch Tempo-Gegenstöße zum Erfolg. Nach 6 Minuten stand es 3:2 für die Bundesliga-Auswahl Bogdan Venters. Ein ähnlich knappes Rennen wie in den beiden Halbfinals schien zu diesem Zeitpunkt das wahrscheinlichste Szenario. Dann aber kippte das Spiel. 4 Treffer in Folge für das deutsche Team und mit jedem Tor wurde es ein wenig lauter in der Arena, wurde der finale Triumph ein wenig wahrscheinlicher. Von Anfang an, die deutsche Mannschaft hat dominiert. Durch diese Mittelblockabwehr war wahnsinnig stark. Henning hatte alles gehalten. Thorsten Jansen durch Konter oder an der Seite Kemmer oder Zeitz. Wir sind nur hinterhergelaufen. Venter reagierte unverzüglich und nahm eine Auszeit. An der Euphorie im deutschen Spiel änderte das freilich wenig. Kraus und Jansen legten sofort nach. Bereits die frühe Vorentscheidung, nachdem es zuletzt immer bis zum Ende spannend geblieben war? Die Hausherren führten 8:3. Die Polen waren konsterniert. Wir haben einfach nicht zu unserem Spiel vielleicht gefunden. Es waren viele technische Fehler und zu schnell abgeschlossene Bälle. Und das darf man sich nicht erlauben im Finale hier vor so einer Kulisse. Da wird das natürlich gleich bestraft. Ne? Bogdan Venter tobte am Spielfeldrand. Auch er wusste natürlich um die vielleicht einmalige Chance, die sein Team gerade zu vergeben drohte. Was auch immer die Polen in der Folge versuchten, das Schicksal schien sich an diesem Sonntagnachmittag mit den Deutschen verbündet zu haben. Henning Fritz, der gefeierte Held aus dem Frankreich-Spiel, war der gewohnt sichere Rückhalt und recht souverän hielten seine Vorderleute den Gegner auf Distanz. Mit einem 17:13 ging es schließlich in die Kabinen und auf den Rängen machte man sich schon bereit für die große Feier nach dem Spiel. Erst recht, nachdem die deutschen Akteure auch den zweiten Abschnitt hochkonzentriert angegangen waren. 2-mal Thorsten Toto Jansen, 1-mal Michael Mimi Kraus. Und es hieß 20:14. Es müsste doch wahrlich mit dem Teufel zugehen, wenn hier noch etwas schiefgehen sollte. Dann der Schock. Bei einer Parade verletzte sich Schlussmann Henning Fritz. Minutenlang wurde er behandelt, doch alles auf die Zähne beißen war vergebens. Es ging einfach nicht mehr.
Mir wurde richtig schwindelig, als ich gesehen habe, dass der Henning sich verletzt hat. Das war eigentlich eine gute Bewegung von ihm und er bricht irgendwie zusammen. Ich denke, scheiße, das kann nicht wahr sein. Wir haben so viel Verletzungspech gehabt und jetzt verletzt sich der wichtigste Mann im Finale. Und ja, dann habe ich signalisiert bekommen, dass es nicht mehr geht bei ihm. Ich muss rein, ich habe mich warm gemacht und versucht, den Druck wegzuschieben. Weil natürlich in so einer Situation, auch wenn 6 Tore vor sind, im Handball kann so viel alles passieren, so schnell was passieren. Und ich habe einfach nur versucht, den Druck irgendwie irgendwo hinzuschieben und einfach es als normales Spiel zu sehen. Und ja, es war schwer genug. Im Handball kann alles passieren, richtig. Nur bitte nicht an diesem Nachmittag, hofften die 19.000 in der Halle inständig. Doch gemeinsam mit Henning Fritz hatte irgendwie auch die Zuversicht das deutsche Team verlassen. Der Glaube an die eigene Unverwundbarkeit, er fehlte plötzlich. Polen kam noch einmal zurück ins Spiel. Sogar in doppelter Unterzahl setzte man den Deutschen nun schwer zu. Aus einem komfortablen 21:14 wurde in Minutenschnelle ein völlig offenes 22:21. Die Wende in einer eigentlich schon verloren geglaubten Partie. Ja, das war schon unsere Chance, ne? Aber leider haben wir es nicht geschafft, diesen Treffer zu machen, auf Unentschieden vielleicht. Und auch in dieser Phase haben wir einfach zu viele Bälle abgegeben, die dann gleich wieder bestraft wurden. Und das war K.O. Ne? Natürlich, die Verletzung von Henning Fritz hat uns ein bisschen mehr Mut gegeben. Jogi kam teilweise kalt in diesem Moment, aber dann hat er für mich Bälle, welche sollte nicht halten, hat er gehalten. Hat die Mannschaft in diesem Spiel angehalten und dann vorne Pascal Hens hat er durch einfache Tore diese Siegerstraße voll aufgemacht. Da könnte wieder was gehen. Ja, Pommes! Pascal Hens! Klasse! Nicht wahr sein. Mann, ist der gut. Johannes Bitter. Und als Pascal Hens auch noch das 22:21 markierte, verlor sein verletzter Mitspieler Frank von Behren als Co-Kommentator endgültig die Kontenance. Pommes! Pommes! Da macht er! Zu spät raus. 11 Minuten noch. Jetzt haben sich die Deutschen verrappelt. Klar, also was kann ein Knackpunkt sein im Spiel. Ne? Wenn die vielleicht einmal in Führung gehen, dann kann das ganz anders aussehen. Wobei ich also schon so den Eindruck hatte, dass die größere Substanz bei uns war, größeres Selbstvertrauen, war natürlich auch jetzt mit dieser Kulisse im Rücken auch ein bisschen einfacher. Wenn du Angst hast in den Situationen, dann verlierst du die Spiele auch. Und wir haben einfach gezeigt, dass wir da nicht den Kopf verlieren, sondern weiterhin unseren Weg gehen und uns da wieder rausgekämpft haben und das zeigt einfach die Qualität dieser Mannschaft. Wir haben dann eben gesagt, jetzt müssen wir ruhig weiterspielen und einfach versuchen, jetzt ein Tor zu machen. Das ist uns dann gelungen und dann haben wir so ein bisschen vielleicht auch den Willen der Polen ein bisschen gebrochen und das war's dann. Auch Jogi Bitter zeigte fortan, dass er zu Recht im Tor der Nationalmannschaft steht. Der Riese vom SC Magdeburg sollte schließlich mit 10 Saves bei 20 Würfen sogar noch eine bessere Quote erzielen als Stammkeeper Henning Fritz. Ganz zum Missfallen seines Vereinstrainers, der heißt nämlich Bogdan Venta. Ich habe einfach gesehen, dass der Henning total verzweifelt war. Er ging raus und hat einfach nur den Kopf geschüttelt und diese Verletzung muss wehgetan haben wie verrückt, weil er wollte einfach dieses Finale zu Ende spielen und den Titel für sich und für Deutschland holen. Und für mich persönlich, ich bin 24, ich habe noch so viel vor mir und jetzt schon Weltmeister zu sein, ist natürlich eine Riesenehre. Aber der Henning, der wird nicht mehr so viele Weltmeisterschaften haben, gerade im eigenen Land das Ding zu holen. Das war für ihn das Größte und ich habe einfach nur daran gedacht die ganze Zeit, Junge, halt die Bälle für Henning, damit wir das Ding holen. Genau das geschah. Am Ende hieß es 29:24. Nachdem Thorsten Toto Jansen 2 weitere Treffer draufgelegt hatte, ergab sich der Gegner endgültig. Die Polen hatten sich damit abgefunden, dass sie an diesem Tag die Halle mit einer silbernen Plakette um den Hals verlassen würden. Wie wertvoll Toto ist, muss man eigentlich kein Wort drüber verlieren. Er hat ein sehr, sehr solides Turnier gespielt. Ich kenne seine Quote nicht, aber die muss sehr gut sein. Der Chronistenpflicht halber, in diesem Spiel 8 Würfe, 8 Treffer. 100% also für Thorsten Jansen. Mehr ging nicht. Doch die einzigen Zahlen, die in der Schlussphase des WM-Finales wirklich interessierten, waren die noch fehlenden Sekunden ins kollektive Glück. Jetzt ist es soweit. Deutschland ist Weltmeister. Da steht
Frank von Behren hat sich verabschiedet, läuft aufs Spielfeld, er hat alles verdient. Christian Schwarzer in der Umarmung mit Heiner Brandt. Was für ein Wahnsinn! Christian Zeitz kann es doch gar nicht fassen. IAF versucht hier einigermaßen Ordnung zu halten auf dem Parkett. Geht einfach nicht. Wildfremde Menschen fallen sich gegenseitig in die Arme. Die Kölner Arena ist ein Tollhaus. Der Aufwand hatte tatsächlich Ertrag abgeworfen. Abgeklärt und machtbewusst waren sie geworden, die deutschen Spieler in den Tagen der WM. Welch ein Sieg für die Athleten und vor allem ihren Trainer Heiner Brandt. Gegen die von Anfang an Zweifler und die bis zuletzt Pessimisten. Die einfache Erklärung wäre sicher der Rausch des Erfolges, der Heimvorteil. Die wahre Erklärung indes ist noch viel einfacher. Heiner Brandt hatte einen Kader von Spielern geschaffen, die seinem eigenen Ideal als Verteidiger sehr nahe kamen. Selbstständig, charakterfest, mannschaftsdienlich. Nun war Deutschland wieder Weltklasse. Ein Weltklasse-Gefühl. Es waren die Tage des kollektiven Rauschs und nach dem Finale erreichte dieser nun seinen absoluten Höhepunkt. Sonntag